Bist du auch schon mal in der Notaufnahme gelandet, weil du dachtest, du kriegst jetzt dann gleich einen Herzinfarkt? Dein Herz rast, Puls bei 140, 150, dir ist schwindlig und du denkst, nein, das überlebe ich nicht. So ist es mir auch ergangen und zwar nicht ein- oder zweimal, sondern viel mehr. Die Ärzte haben mich von Kopf bis Fuß untersucht, Bluttests gemacht mit dem Ergebnis, Frau Kujas, Sie sind gesund. Alles in bester Ordnung. Jedes Mal, wenn ich da rausgelaufen bin, habe ich mich so schlecht gefühlt. Ich habe mich wie ein Versager gefühlt. Ich habe mich richtig geschämt, überhaupt das Gesundheitssystem zu nutzen, weil jedes Mal war ich ja kerngesund. Der Grund, warum ich immer wieder Herzrasen hatte und dachte, ich kriege jetzt gleich einen Herzinfarkt, war aber nicht psychosomatisch, wie mir die Ärzte immer wieder geraten haben oder gesagt haben, ich soll in eine Therapie, sondern ich hatte jedes Mal eine unerkannte Unterzuckerung. Klar checken die Ärzte den Blutzucker und der sieht normal aus, solange du nicht insulinresistent bist. Das Fiese ist, dass obwohl die Ärzte meinen Blutzucker gemessen haben, der immer eigentlich im Normalbereich lag. Das Problem ist aber, wenn du insulinresistent bist, sind deine Blutzuckerwerte im normalen Bereich, aber du hast trotzdem Symptome einer Unterzuckerung. Der Grund dafür ist, auch wenn genügend Zucker in deinem Blutkreislauf ist, hat die Zelle selbst eine Unterzuckerung. Der Blutzuckertest zeigt normale Werte, aber in deiner Zelle schlägt es Alarm, dass du am Unterzuckern bist. Macht ja auch Sinn. Du bist insulinresistent, das Insulin kann die Zelle nicht aufschließen und den Zucker reinbringen und dann läuft ein Alarmprogramm ab. Der Körper tut das einzig Richtige und schüttet Adrenalin und Cortisol aus und meldet Lebensbedrohung. Das wiederum führt zu einem wahnsinnigen Herzrasen und dem Gefühl, dass du stirbst. Das Ganze kann 10 Minuten, eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde dauern und danach schafft es dein Körper mit Mühe und Not, deinen Blutzucker wieder zu stabilisieren und die Ärzte sagen, ihnen geht's gut, sie sind gesund. Das nächste Mal, wenn du Herzrasen hast oder eine Panikattacke, denk an deinen Blutzucker. Es kann sehr gut sein, dass deine Zellen unterzuckern. Das nennt man intrazelluläre Hypoglykämie. Was du tun kannst, ist, versuche deinen Körper zu unterstützen, iss Proteine und Fett. Denn wenn du jetzt Zucker isst, also Traubenzucker oder schnell verwertbare Kohlenhydrate, dann fängt das ganze Spiel innerhalb von Minuten wieder an.